Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 bei meinem vierten Durchlauf auf New Game Plus 3. Jo, wir kommen jetzt in das verschneite Waldgebiet und das ist jetzt, hat es jetzt ordentlich drauf, denn da gibt es das gespickt mit Gegnern und da muss man wirklich jede Ecke absuchen, weil irgendwo hupft dann wieder einer Downer und so und das ist ordentlich, ja. Okay, aber wir werden es hinbringen. Und auch ein bisschen verwinkelt das Ganze wieder. Und ja, ich mach mal gleich den Freak da. Und gleich zurück habe ich gesagt. So, dann du. Immer, schaut immer, dass das Schild oben habt. Er tanzt halt gern, ne? Er ist ein Tänzer. Also wir kennen die Tänzerin mittlerweile auch, aber weiß ich nicht. Ist es da Gemahl oder I don't know. Jo, gut, dann da sind wir raufgekommen. Da haben wir angefangen, jetzt gehe ich gleich mal, bevor da ist der Hauptteil, gehen wir gleich weiter. Dann machen wir da mal kurz, obwohl hätte ich gleich eigentlich auch gehen können. Achso, da bin ich heroben da. Das machen wir natürlich vorher. Ja, das sind diese Freaks. Das sind eigentlich die einfachsten, nicht? Weil, wenn die mit dem Feuer da schon speien ein bisschen oder mit der Fackel, da machen sonst nichts, ne? Ich könnte da theoretisch auch, na, könnte ich nicht. Ich kann mich da runter. Ah, da bin ich schon da. Da will ich auch noch gar nicht sein. Da will ich auch noch gar nicht sein. War da noch was? Ja, da war er. Machen wir den auch. Schauen wir alles an. Kann sein, dass da auch ein Item hinliegt. Ich weiß es gar nicht auswendig. Na komm. Es ist der Wahnsinn mit dir. Jetzt hänge ich wieder. Dann lass mich nicht vorbei. Ich komme da nicht um. Weil es so eng ist da. So, komm. Ich komme jetzt einmal. Ach Gott, nein, ich sag das. Im Endeffekt stirbst du ja trotzdem dann. Ist ja, für was zögerst du das denn noch raus? So, lag da jetzt was oder nicht? Oder schon? Oder nein, lag nix. Okay, dann war das nur für den Hugo, mehr oder weniger. Dann geht's da mal. Ich schau mal da aufs Dach rauf. Das ist jetzt das Dach, das Haus von dem, wo wir vorher drinnen waren, wo das Mädchen war. Mit der Malerei, was wir sagten. Liegt aber, glaube ich, glaub, da war gar nichts. Ich schaue auch immer wieder da, aber na, war nichts. Da alles geht in die Leere. Genau, das war der Balkon, wo wir dann gleich um 6 sind, wo das Leuchtfeuer war. Na, da ist sonst nichts. Okay, da kommen wir dann später erst hin, da oben. Jetzt schaue ich aber ganz kurz da mal noch hier. Ja, das war passt wieder. Okay, dann geht es jetzt endgültig rauf. Hier wieder runter und da waren wir. Jetzt haben wir da dieses Eckerl da drüben gemacht. Jetzt sind die, wieso sind die wieder da? So, die sind von da runter. Okay. Ich verstehe. Na, okay, komm. Na, okay, komm. Hallo? Das war jetzt nicht nett. Das war jetzt wirklich nicht nett. Das tut man nicht. Das tut man einfach nicht. So, jetzt kann ich aufheilen, auch auf ein Tier. So, dann geht's da mal weiter. Da ist der nächste. Also wirklich, und besser immer einzeln ziehen die ganzen, weil wenn man nur nicht vorrennen und vorpreschen und glauben, ihr seid da in Sicherheit, das seid ihr nämlich nicht. Ja, das hilft da auch nichts da jetzt, ich weiß nicht. Kommst du runter? Ja, das glaubst du auch wohl nur du, ne? Das. Ja, ah. So, Iframes? Ja, hahaha, so schaut es nämlich aus. So schaut es nämlich aus. Thank you, Iframes. So, halten wir nochmal auf. Dann machen wir die gleich, da gehen wir da gleich ums Eck hier. Na ja, super, ich spring da runter, ne? Du bist auch ein Freak. Hallo, da sollst. Nicht daneben schlagen. So, wo bist du jetzt da? Dann du. Und wir arbeiten uns dann langsam da so nach oben, ja? Es geht in so Ebenen nach oben. Aber jetzt fangen wir mal unten an. Machen wir mal den unteren Bereich. Da ist schon der nächste. Also immer systematisch. Und dann als nächstes gehen wir da über den Baumstumpf da rüber. Da haben wir ein Item. Prismasteine. Das ist hier auch sinnvoll für die Erstlinge vor allem. Denn man kann sich hier relativ leicht verlaufen. Ne? Also wirklich nur die Besten der Besten kommen da durch. Ja? Durch dieses Labyrinth, will ich beinahe fast schon sagen. So, das ist er. Ja. Also gespickt mit Gegnern hier. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Wo will er hin? So. So, dann das. Jo.
sonst war da eh nix, Sackgasse. So, also zwei, ja, Wahnsinn, ne? Ist unvorstellbar. Sie halten nicht viel aus, zwei Schläge nur. Aber wie gesagt, in der Menge sind sie tödlich. Gut, dann schauen wir hier mal diese Außenbahn ab. Da war eh nichts mehr. Man muss auch hier wirklich genau schauen, denn diese Items, wenn hier Drop liegt, irgendwo auf diesem schneebedeckten, leicht schneebedeckten Terrain, ist es nicht ohne und nicht leicht. Diese große Glocke da vorne, die dient ein bisschen als Richtlinie, denn da müssen wir dann, da ist die nächste Ebene, da in Linie gerade weitergedacht ist dann die nächste Ebene. Aber wir schauen jetzt nochmal unten. Ja, da können wir dann, gehen wir dann später, obwohl ich den Frequent immer auch gleich holen. Na, ich mach's jetzt mal unten. Ich mache, wie es sich gehört. Das machen wir dann von der anderen Seite. Genau, und jetzt hier über diese. Komme ich da überhaupt jetzt so drüber? Moment, da muss ich von der anderen Seite kommen. Ah, da muss ich noch eine Etage höher gehen. Muss ich noch eine Etage höher rauf? Muss ich doch von da? Aber ich bin das früher doch immer von der anderen Seite gekommen, oder? Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls wird es da jetzt aufpassen. Ja, wenn es von der anderen Seite fast besser wäre. Ja, genau deswegen. Was von der anderen Seite fast besser wäre. Sie kurz selber überlegen, wie ich das tue. Ja, so geht's eigentlich auch. Dann bin ich hier oben gegangen. Ja, so machen wir es, so ist besser. Und dann gehen wir von hier rüber. So, jetzt hier, da. Ah, hol mal her. Das sind nämlich zwei. Ich habe mir gedacht, das wäre nur einer. Aber anscheinend doch, ne? Na komm. Na komm, trau dich. Die haben jetzt einen. Alle schießen mit Speeren, das ist ein Wahnsinn, ne? So, und jetzt schnell drüber. Und das Ganze mit erhobenem Schildchen. Dann soll es kein Problem darstellen. Genau. Gut, das war er. So, dann haben wir hier was liegen auch. Nämlich Titanitbrocken. Jo, und dann da drüben waren wir schon. Da waren wir in dieser Nische, wo nichts war. Da waren wir jetzt eine Ebene höher. Da waren wir vorhin. Da haben wir angefangen. Und jetzt können wir hier über diese. Genau, da wieder zurückgehen. Wo wir gerade kamen. Und jetzt schauen wir da mal oben rauf. Schau nur, genau, jetzt machen wir das dann von der anderen Seite, glaube ich. Da sollte man rüberkommen. Jo, genau, das passt schon alles, das passt schon alles. Und jetzt können wir theoretisch mal hier. Geht das? Geht das? Achso, ich bin ja. Muss mal kurz ein Feuer machen. Ja, genau. Wir sind nämlich eh da. Und jetzt können wir den Aufzug aktivieren. Und jetzt sind wir beim Mädel herunten. Seht, wo das Mädel da ist? Genau. Und jetzt haben wir den Aufzug aktiviert, haben wir schon mal ein bisschen Abkürzung freigeschaltet. Ich heile mich nochmal. Genau. Das war mal eine Abkürzung. Und von da kommen wir dann später hin. Da, aber ich will noch nichts sagen, das werden wir dann eh gleich sehen. Oder werden es dann eh gleich sehen. Gut. Jo, dann da geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir eh darauf wieder. Und da waren wir vorher diese Seite gemacht. Ja, wir müssen eh da, wir müssen eh eine weiter nach oben. Genau. Lassen wir uns da mal rum. Genau, und jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo der so komisch dasteht. Da war auch noch einer. Genau, den machen wir gleich. Falsche Taste. So wollte ich. Genau. Da ist der nächste. Der kommt aber sicher her, wie ich ihn kenne. Na, trau dich. Genau. Also wie gesagt, die sind am einfachsten. Einfach nur immer von links umkreisen. Und dann, da ist der nächste. Auch her von links umkreisen. Genau. Und jetzt sind wir schon bei dieser Glocke hier angekommen. Und da haben wir auch noch was. Irgendwo ist da noch so eine Nische. Das war da noch nicht. Titanitbrocken, Upgrade-Material für die Waffen. Genau, und jetzt ist da vorne irgendwo, glaube ich, auf der linken Seite eine Nische. Da springt dann auch wer raus. Da muss man auch aufpassen. War das hier schon? Ja, ich glaube, da drinnen. Drum werden wir den einen da mal ziehen, weil wenn man dann nach vorprescht, überraschen einem die anderen dann. Weil der Torkel da mal dumm, wenn man angesoffen wäre. Ah, ist schlimm, ne? So.
dann. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Das ist so Wahnsinn, ne? Okay, dann machen wir die zuerst. Und ich sehe nur einer, zwei sind's. Und kurz weg. Die sind nicht schwer, das war schon alles viel schwerer. Da habe ich mir schon schwerer getan. So, was haben wir da liegen? Glut, eine Glut. Okay, dann haben wir den Bereich dann. Jetzt gehen wir da nach vor. Ihr seht Wahnsinn, was da los ist an Gegnern. Unvorstellbar. So, wieder einer. Müssen wir wirklich mal mitsehen, wie viel das dann überhaupt werden. So, den lassen wir kurz, weil der schläft eh noch mehr oder weniger. Und dann machen wir den gleich. Oh, nein, den nicht anvisieren, den will ich. Genau, weil bis der da mal irgendwie zu einer Aktion kommt, ist eh schon wieder erledigt. Genau, wieder Backstepperl, extrem gut gespielt. Wahnsinn, ne? Ich habe schon Angst vor mir selber, ne? So, dann gehen wir hier mal um die Ecke. Da lag doch auch noch irgendwas. Ja, ich dachte es mir doch. Das Anhängerschild, genau. Dann haben wir diesen Seitenbereich auch erledigt. Und dann auch wieder hier, immer links ums Eck, links ums Eck sage ich, links um ihn herum. Genau. So, und schon wieder einer. Es ist unvorstellbar, was da los ist. Was da los ist. So, jetzt muss ich mal kurz orientieren. Da unten war man. Da liegt auch noch was. Das war Loot von dem Typen. Was hat der Anhänger? Helm, okay, das ist das Anhänger-Set dann, das komplette, was da zu finden ist. Jetzt weiß ich nicht, komme ich da oben auch noch drauf oder nicht? Das weiß ich nicht, ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Da ganz oben sitzt auch noch ein Item, da sollen wir uns auch dann später. Da kommen wir dann auch hin. Und da oben steht schon der nächste wieder. Es ist ein Wahnsinn, was da los ist. Ne? Also beim ersten Mal spielen war das schon ein Wahnsinn eigentlich. Ne? Da bin ich oft gestorben. Echt oft. So, ich glaube, die Wölfe, die kommen dann erst da später dann da oben. Jo, da, ich schaue noch einmal diese Richtung. Da habe ich alles gekillt. Man kann sich das auch ein bisschen statt die Prismasteine dann nehmen. Weil wo die Leichen liegen, da war man schon. Ne? Braucht man sich dann keine Prismasteine setzen. Okay, schaut, setz und nächste Ebene. Da ist die Glocke und wir sind in der nächsten höheren Ebene. Der steht jetzt geschickt da für uns. Den können wir jetzt gleich überraschen, wenn wir wollen. Jawohl, Backstepperl. Gut, und da ist jetzt, glaube ich, ist da nicht noch einer? Ist da nicht irgendwo? Genau, da stand ja noch einer, genau. Und jetzt sind wir schon da heroben. Das geht wirklich schnell. Das geht heute halt wirklich zackig hier. Dieser Wald, das wundert mich. Hätte ich nicht geglaubt. Jo, da gehen wir dann rauf. Das zeige ich euch gleich. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich das aktivieren soll. Ja, das ist ja wieder dieser Bereich, wo wir einen Bosskampf unten gehabt haben. Gut. Ja. Alles klar, alles klar. So, und da ist ein Baum. Ja, der ist ein bisschen, ja, schaut ein bisschen aus, wie wenn er leicht, ja, kippen könnte, beziehungsweise ziemlich gebrechlich ist. Baum fällen. Wir fällen ihm, indem wir nicht draufschlagen, sondern X drücken setzt. Und jetzt haben wir einen weiteren Shortcut zu diesem Aufzug freigeschaltet. Ja? Also im Normalfall hat man jetzt sicher schon einige Estus-Flakons verbraucht. Ja? Könnten wir jetzt gleich zurück zum Leuchtfeuer, ja? Über diesen Aufzug. Ja? Und aber schaut euch das an, ich habe immer noch 14 und bin eigentlich fast 15, bin voll. Das seht ihr, wie gut ich bin. Ne? Brauche ich nicht. Ich brauche keine Heilung. Für was? Ne? Okay, na Spaß. Ich habe einfach jetzt nur ein bisschen mehr Glück als vorher. Gut, da oben, ich glaube, ist das der Bereich, wo man dann schon, ja genau, also wenn ich da jetzt in diese Höhle des Löwen mehr oder weniger da runterspringe, das will ich so nicht. Das geht dann von einer anderen Seite auch. Aber das will ich jetzt im Moment noch nicht machen. Denn da kann man dann anders auch rumgehen. Das machen wir dann ganz am Schluss erst. Denn wenn ich auf den drauf springe, komme ich nicht mehr zurück. Da muss ich runter. Ne? Und da unten ist, das sind lauter so Mühlenfrost-Ritter. Und unter anderem ist da unten einer, der hat es ordentlich drauf. Aber den machen wir darum.
kommt er dann erst ganz am Schluss. Und was noch dann irgendwo ist, da ist auch wieder so, wie es am Anfang war, so eine Schneebank, ist das eh da oben, glaube ich. Wenn man da zu weit vorgeht, nach vorgeht, ist da oben die Schneebank. Ah, okay, da ist wieder, wir sind schon wieder eine Etage höher gegangen. Ich glaube, das ist fast da. Da ist auch eine Schneebank und da fällt man dann auch runter. Und dann wird man genau unten in dieser Höhle des Löwen stehen, ja. Das will ich jetzt auch nicht. Drum gehen wir da mal normal weiter, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt darum gehen, da ist der Glockenbereich. Ich gehe mal oben. Eine Etage runter kann immer gehen. Jo, ja, ich glaube, es war darauf, glaube ich. Wo man jetzt nicht gehen sollte. Und dann wird man da runterfallen, nicht? In dieses, ja. Schaut ja schon aus, so wie so ein bisschen Arena-Bereich. Gut, jo, dann sind wir eh schon ziemlich weit herum. Sehr Wahnsinn, ne? Wie das toll funktioniert, ne? Unvorstellbar. So, dann er. Ach. Hat man nicht viel gekostet. Die ganzen Freaks. So, und da vorne, dann kommt, glaube ich, dann der Weg darüber. Und den muss ich mal schauen. Genau, da geht es dann schon rauf. Da geht es dann schon rauf zu den Wölfen. Und da ums Eck, genau, da lag auch noch was. Und die Wölfe, die, genau, große Titanitsche, aber zweimal. Ja, da war Wölfe. Ich habe es ja gewusst, da kommen die Wölfe. Er braucht nur einen Schlag. Waren da nicht mehr? Moosfrucht, okay. Was sind Wölfe alles fallen lassen heutzutage, ne? Unvorstellbar, ne? So, da noch einer. Ah, da lebt noch was. Es war aber kein Wolf. Und vielleicht heißt er Wolf. Mit Nachnamen oder keine Ahnung. Die Anhängerfackel. Die findet man hier. Jo. Sonst ist das Sackgasse da. Runterspringen würde ich da nicht. Das ist der sichere Tod. Jo, dann haben wir diesen Bereich hier auch gesehen. Dann können wir da eigentlich schon mal raufgehen wieder. Jo, genau, da sind wir gekommen. Und wir sind jetzt da runtergegangen. Jetzt gehen wir rauf. Und da kommen jetzt drei oder vier Wölfe. Und unter anderem auch wieder ein Alpha-Tier. Ah, da bin ich auch oft gestorben früher. Ja, da ist er schon, ja, super, ne? Jetzt, okay, mach gleich die. Schnell die, bevor es mich... Ja, komm. Jawohl. Ja, der war jetzt schnell. Das weiß ich. Okay, noch einer. Aber, ja, wie gesagt, alles kein Problem. Früher war es eines, jetzt nicht mehr. So, jetzt gibt es Wolfsgulasch, dann... Nicht vielleicht gar nicht so schlecht, weiß ich nicht. So, und das ist jetzt die andere Seite von dieser Arena, ja, wo wir da oben runtergefallen wären. Jo, sagen wir nochmal, ich könnte mich einmal heilen, nur warum nicht, ich habe noch 14 Estus, unvorstellbar. Aber der schwierigste Bereich da oben kommt eigentlich erst. Ich will einfach mal hier den Shortcut nach oben freischalten, denn dann haben wir schon viel gewonnen hier. Jo, wir haben 18 Minuten. Bei da unten sind nämlich, glaube ich, 3 oder so. Ich muss mal schauen, ich weiß es gerade auswendig, wie das sind. Da geht's genau und da vorne, genau, das war... Das da oben ist eine Sackgasse, machen wir aber trotzdem. Denn der hat irgendein, bewacht, glaube ich, irgendein Item. Da war eh nichts, schaue ich jedes Mal. Der Mühlenforstritter da vorne, der hat nämlich... Das ist ein Stärkerer, der hat rote Augen, ja. Sieht man gleich, der ist gebufft, ja. Kennt man auch schon von anderen Gegnertypen. Und hinter ihm liegt ein Item, seht's am Boden, ja. Und das will ich, ja. Ich habe es immer so gemacht, einfach schnell hin zu ihm, ja, weil dann hat er ein, zwei Sekunden braucht er, dass er von seinem Bogen auf seine Waffe wechselt. Ja. Und die Zeit kann ich nützen für zwei, drei Schläge. Dann, ich glaube, da muss ich eh kurz weg. Ich probiere es. Schnell hin. Jetzt würde ich es einmal probieren und er kann mich dann nicht mehr treffen. Das war gut. Und jetzt weg. Genau. Heil. Wo bin ich? Runter. Ah, falsche Richtung, ich vogel. Ah, ich hab die... Okay, na gut. Ah, ja, war gut. Einmal noch, komm. Er ist tot. Wahnsinn, das war einer der allerstärksten. Puh, schwere Edelstein, das habe ich gut gespielt. Und er bewacht den Stoßsteinhammer. Ja. Tolle Waffe. Ja. Wer halt gern mit so extrem schweren Prügeln spielen will, ja, da braucht man auch dementsprechend Stärke dann, ne? Aber tolle Sache. Ich könnte ihn führen, weil ja,
Wie klar, ne? Brauche ich nichts dazu sagen. Jo, so ein eingebildetes Arschloch, ne? Nein, ist ja so, ist ja so. Ich lüge ja nicht. Habe ich mir auch alles erarbeiten müssen. Okay, so, dann da vorne steht der Nächste. Den weiß ich jetzt nicht, kommt der her? Aber ich glaube schon. Den könnte ich hier ziehen ein bisschen. Hinterher? Ah, bin auch ein bisschen zu weit weg. Ich könnte es aber anders auch machen, wenn ich mich. Der steht der verkehrt auch. Der hat mich schon gesehen. Also Ohren hast du schon. Bist du narrisch? Oh. Aber er kommt, glaube ich, her. Ich heile mich noch einmal. Weil das sind wirklich Elite-Kämpfer. Also die haben schon drauf. Und da würde ich ihn nicht bekämpfen. Ich würde ihn wirklich. Ja, komm, ne? Wieso kommst du nicht? Trau dich. Trau dich. Da ist schon wenig Platz da. Ich würde am liebsten da in den unteren Bereich da. Er dreht schon wieder um. Hey, du feiges Schweinderl, ha? Was ist los? Ja, es ist eigentlich nur Pfeile verprassen unnötig. Aber nur so kann ich na. Wenn er mal. Na komm. Komm. Stückchen noch. Ja, das passt schon. Na komm, komm runter da. Da komm, gleich. Na komm, trau dich. Na komm, Dicker. Jawohl, jetzt wird er wild. Jetzt habe ich ihn Makro gemacht. So, da hier unten will ich kämpfen, genau. Genau. Und ausweichen, ausweichen, aufpassen. Ja. Boah, aber ich. Puh, aber da war schon ordentlich gefährlich jetzt. So viel habe ich da jetzt auch nicht mehr gehabt. Einmal, zweimal, ich kann mich ruhig heilen. Ich habe noch 10 Estus. Ja, er hat mich am Schluss blöd getroffen. Das letzte Mal, das wäre unnötig gewesen. Aber dann haben wir den auch, das war echt wichtig. Und jetzt haben wir fast schon freie Bahn. Denn da vorne ist auch wieder so ein Baum, ja, den was man fällen kann. Aber vorher haben wir noch einen einzigen Feind hier. Aber den lassen wir mal hier links liegen, beziehungsweise rechts stehen. Und springen hier gleich mal runter. Bitte macht's das, holt euch gleich diese. Und dann gleich hier runter. Denn er kommt eh runter und macht's das hier. Bitte gleich. Diese Abkürzung, das ist so wichtig. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Egal was passiert, jetzt haben wir die Abkürzung. Na, traust du nicht runter? Na komm, du Freak. Schau mal. Ja, wenn nicht, dann gut, ja, aber. In die Kniescheibe, es tut weh, ne? So, jetzt aufpassen hier. Nur nicht übertreiben. Viel Platz ist da nicht. Viel Platz haben wir da nicht. Das war nicht gut. Ah, boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot, ich bin tot. Noch nicht. Ich muss ganz kurz den Schutz hier. Kommst du da rein auch? Der kommt da rein auch. Ist das Wahnsinn? Also das hat ja nicht geklappt. Ah. Und weg. Boah. Nochmal Ausdauer farmen. Ja, und kommt einer noch. Jawohl. War doch gar nicht so schlecht gespielt. Okay. So, jetzt haben wir das. Und jetzt haben wir mehr oder weniger alle Möglichkeiten, denn jetzt haben wir hier diese Abkürzung und sind jetzt da, wo wir, glaube ich, da zu dem runterspringen können. Genau. Und jetzt schauen wir sich den unteren Bereich noch an. Das ist jetzt der letzte, der uns fehlt. Allerdings, ich könnte jetzt. Ich habe noch 8. Ich mag's kurz. Da mal auf ihn. Ich könnte jetzt den Weg hier auch runtergehen. Wenn ich da jetzt runterspringe, könnte ich jetzt den Weg so gegen den Uhrzeigersinn, würde ich da dann unten rauskommen. Ja, ich zeige es euch. Da würde ich da von da unten, jetzt, würde ich da in diese Arena dann so rauskommen. Er würde mir dann mehr oder weniger ja, im Rücken stehen. Das wäre gut. Allerdings würde mich der da oben dann sehen. Ja. Und was da jetzt vor diesem Vorsprung über meinem Kopf. Wo ich da vorne war. Wenn man da zu weit nach vorne geht, wie ich vorher sagte, dann würde das brechen, ja, würde diese Klippe abbrechen, dieses Stück, und ich würde mehr oder weniger da mittendrin in der Arena stehen. Also das wäre die blödeste
Möglichkeit, ja. Aber wenn man es nicht weiß, geht man da auf jeden Fall rauf. Ich zeige euch das sogar noch einmal. Einmal. Es ist eh alles tot. Und wenn man da zu weit nach vor geht, ich zeige es euch nochmal, und zwar sind wir da raufgegangen, und wir sind dann da weitergegangen. Und hier wäre das dann. Wenn ich da jetzt noch ein Stückchen nach vor gehe, das ist dieser Klippenbereich, ja. Und wenn ich da jetzt genau davor gehe und würde das abbrechen und ich würde genau da in der Arena drinnen stehen. Und um das zu vermeiden, würde ich jetzt einen der anderen beiden Wege wählen. Entweder hier auf den drauf, gleich mal. Aber ist auch nicht so ohne, weil da ist nicht viel Platz. Man müsste ihn dann runter, beziehungsweise eines könnte ich schon probieren. Ja, man könnte ihn mit Pfeil und Bogen hier. Na, das probieren wir aber aus. Den anderen dann von unten. Das probiere ich aus, weil rauf kann er nicht. Rauf kann er nicht. Jo, macht ordentlich Schaden. Außer er haut da durch den Fels durch. Ah, hallo, wo bist du? Wo ist er jetzt hin? Wo ist... Ah, da, hä? Da geht das da so weit hin? Ah, okay. Der ist jetzt runter. Das heißt für mich... Okay, dann gehe ich auch runter. Ah, okay. Das wusste ich jetzt gar nicht. Der stand da. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass man da eh wird. Ich dachte, da wäre es aus. Okay, dann kann man eh da jetzt nach unten gehen. Der eine steht da noch da? Hm, ich glaube nicht. Okay, jetzt wird es nochmal heftig. Aber das probiere ich jetzt nochmal. Das Highlight zum Schluss. Wir haben 27 Minuten und dann werde ich den Party beenden. Und seht, wenn ich hier um die Ecke gehe, komme ich dann da runter und ich komme wieder zum Baumstamm und könnte da unten mich aufheilen, ja. Und da oben sowieso, also den Eingang, den haben wir sowieso freigeschaltet, wo wir da rein können dann, also ganz einfach dann, ganz simpel kommen wir da rauf. Okay, na, dann machen wir das von unten, warum nicht? Probieren wir es so mal. Da muss ich jetzt, achso, na, okay, ich dachte, ich komme da runter, okay, doch nicht. Alles retour, sorry, mein Fehler. Da muss ich eh da runter. Da muss ich eh da runter springen. Dann kostet mir das ein bisschen an Fallschaden, allerdings könnte ich dem jetzt ein Drop-Attack verbauen. Ah, das ist eh der. Der stand vorher da. Gut, und sonst ist der eine da, der patrouilliert da. Dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, der war gut. Der war gut. Der war sehr gut. Das war ordentlicher Kriegsschaden. Und das, was ihr jetzt seht, das ist nicht lustig. Denn das ist so ein Erdbeben, ja. Und das macht der eine da drinnen, ja. Und das ist der Oberchef von denen, ja. Der Obermühlenforst-Chef, ja. Und der geht extrem weit, dieser Schaden, diese Magie. Und es ist auch am besten, den als erstes zu erledigen. Und dann erst den anderen. Und man wird sich jetzt denken, wo ist denn der? Der ist nämlich da drin, ich zeig's euch mal. Dagegen, er ist nicht. Er ist nicht. Aber vielleicht sieht mich der andere jetzt doch nicht. Der ging da gegenüber nämlich, ist eine Höhle. Und da ist der drinnen. Aber ich schau mal, wenn er mich nicht sieht... Dann, ja, das war gut, ein Backstep, sehr gut. Ah, das passiert eh nicht so oft bei denen. Ja, das ist nicht so schlecht. Aber ich sehe nichts, da staubt es, ne? Okay, es läuft gar nicht so schlecht. Also, ja, gut, gut, sehr gut. Super gespielt wieder. Also jetzt geht es wieder ein bisschen besser wie vorher. Das war ja teilweise ein Wahnsinn, ne? Okay, und da drinnen, wo war denn die Items, sollen wir uns alles dann? Es ist jetzt nur mehr ein Gegner da, die sollen wir uns alles dann. Seht, er tut schon wieder mit seiner Magie. Hinter diesem Baum, glaube ich, ist eine Höhle. Da ist er. Und da stampft er. Das ist der Boss. Ja, das ist halt natürlich, wenn er sich da drinnen versteckt. Und den seinen Hammer, also das ist ja kein Hammer eigentlich, das ist... Schaut aus wie helle Bade oder was? Der kann diesen Magieflächenschaden da machen und das tut ordentlich weh. Boah, okay. Okay, heilen. Heilen, 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 noch einmal. Ah, bist du narrisch. Pfiert mich gut. Ja, ich habe nicht so viel versprochen. So, komm jetzt. Bist du narrisch. Und dieser Rundumschlag, ne? Ja, ich bin tot, jetzt bin ich tot.
Na, wieder nicht? Wahnsinn, Wahnsinn, boah, super bin ich, echt, ja wirklich, ich bin wirklich gut, wow, bitte, ich bin Nugent plus 3, was wollt ihr denn? Na echt, ne? Okay, so, eine Seele des Meisters, also lauter tolle Drops hier, eine große Titanitscherbe, und was haben wir da? Boah, dann haben wir hier noch eine Seele des Meisters, einer der größten Seelencontainer überhaupt, was gibt. Dann haben wir da liegen noch eine Seele eines Großmeisters, das ist die größte. Also die größte, dann gibt es nur mehr diese Boss-Seelen natürlich, aber von den unter Anführungszeichen normalen Seelen ist das die größte. Und da drinnen, in dieser Höhle, sollte jetzt das Item liegen, von eben diesem Gegner jetzt da, der Erdensucher, genau. Und das ist seine Waffe, ja, die diese Magie auch beherrscht. Ne? Dann haben wir das auch. Dann haben wir dieses blöde... Seht ihr, und da oben, dieser Vorsprung. Aber dadurch wir jetzt die erledigt haben, geht das, zeige ich euch noch schnell. Wir haben 31 Minuten, nur dass ihr seht, für die, die es nicht wissen, wie schnell man da mehr oder weniger dann in der Höhle des Löwen drinnen wäre. Darum macht es den Weg so, es ist besser. So, wir lassen uns da jetzt runterfallen. Genau, dann kommen wir schon, sind wir schon wieder da. Ich weiß jetzt nicht, ob man den, wie viel man das... Fallschaden kostet, ich heile mir lieber nochmal auf. Genau, war das darauf. Genau. Und dann, na Blödsinn, da sind wir schon da, jetzt bei der Abkürzung, die was wir freigeschaltet haben. Da gehen wir nachher nämlich weiter. Das ist ganz toll. Da können wir dann gleich über diesen Baum darauf, können wir uns heilen und wir sind schon ganz oben. Haben die ganze Abkürzung freigeschaltet. Darum ganz wichtig, den Baum gleich als erstes machen. Okay, wir sind da gegangen und da vorne jetzt. Würde man, da geht's noch, da ist noch nichts, aber würde man da jetzt raufstolzieren, auf diese Klippe, auf diesen Vorsprung, plupp, seht's, und wir würden mitten drinnen stehen jetzt, und von allen Seiten würden die Mühlen vor Street auf uns aufmerksam werden, und das wünscht man sich nicht. Aber zumindest hat es uns keinen Fallschaden gekostet. Okay, gut, dann haben wir das auch noch erledigt. Und dann werden wir das nächste Mal dann schon in das Innere des Klosters kommen, von unten. Und ja, ich werde mich da mal aufheilen noch. Werde noch einmal zurückgehen. Dann sehen wir auch gleich, welche coolen Shortcuts wir da freigeschaltet haben jetzt. Aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Und wo der Aufzug ist. So, ich schaue gleich. Ja, ich sehe da. Passt. Dann gehen wir noch einmal da unten diese wahnsinnig riesig große Abkürzung, diesen Shortcut, was wir da freigeschaltet haben. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Genau, heilen uns nochmal auf, dass wir da 15 haben. Natürlich sind die ganzen Mühlenforstritter jetzt alle wieder da, auch unten in dieser Höhle des Löwen. Allerdings können uns die jetzt schnurzpiepen sein, weil wir umgehen das jetzt alles. Wir haben alle zwei Bäume gefällt, ja. Drum, ja, da auf den einen müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Aber das war Baum Nummer 1. Und dann, Moment, war das hier, na, da müssen wir gehen. Aber den einen machen wir schnell. Obwohl, könnten wir auch schnell vorbei, aber weil es wurscht ist. So, genau. Und jetzt hier rauf. Und wir haben eigentlich sonst überhaupt keinen Gegner, keinen Feindkontakt. Seht ihr, und das ist der zweite Baum, den was wir dann gefällt haben. Und die anderen Mühlenforstritter, die sind da drüben, also die stören uns jetzt gar nicht und kommen auch gar nicht nach und wir sind schon da. Und da wird es dann das nächste Mal, das verspreche ich euch, extrem eklig. Weh, sage ich da nur. Und ja, da gehen wir dann rein und wir sind jetzt dann schon langsam in dem unteren, inneren Teil des Klosters und arbeiten uns jetzt rauf bis zur Elfe. Und das... ist jetzt dann gar nicht mehr so viel und so weit, es wird einfach nur eklig. So viel sage ich mal. Und ja, ich sage nur Brundlefliege. Mehr sage ich nicht. Gut, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann wieder dabei, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 bei meinem vierten Run auf New Game Plus 3. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.